Einen wunderschönen guten Morgen zusammen und herzlich willkommen zu Kleiderschrank ausmisten Marie Kondo 2.0. Ich habe vor ungefähr einem Jahr schon mal den Kleiderschrank mit euch ausgemistet und das ist so gut angekommen und deshalb werden wir heute auch wieder alles aus den Schränken rausreißen und gucken, ob wir, ja, ob die Stücke noch passen, ob sie nicht mehr passen, ob sie raus müssen. Und dafür werde ich gleich alles aus den Schränken holen, bis auf Socken und Unterwäsche und so Basics, wo ich weiß, dass die auf jeden Fall drin bleiben, so irgendwie so Longsleeves zum Drunterziehen. Da muss ich nicht drüber schauen, aber alles andere wie Hosen, Pullover, T-Shirts, Mäntel, besondere Sachen, das kommt jetzt alles einmal raus. Ich packe das alles aufs Bett, deshalb habe ich das Bett extra schon gemacht und ja, einmal glatt gezogen sozusagen. Und dann gucken wir uns einmal alles an. Ich glaube, das wird ja ein ganz schöner, guter Start ins neue Jahr. Ich habe mir jetzt ja ein, zwei neue Stücke gekauft, auch vor dem Hintergrund, dass ich wusste, dass ganz viel schon draußen ist. Und ehrlicherweise habe ich auch schon angefangen, denn hier stehen schon die ersten Stücke. Die hatte ich schon mal rausgesucht, als ich sie jetzt zuletzt in den Händen gehalten habe und gedacht habe, ach nee, ich glaube, das ist nichts mehr. Und dann geht ein Teil auf eBay, ein Teil geht, ja, verschenke ich vielleicht noch an Familie und Freunde. Und wenn dann noch irgendwas übrig bleiben sollte, dann geht das, ja, in die Kleiderkammer. Also, auf geht's. Ich habe einiges vor. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe alles, was ich besitze. Oh mein Gott, ich muss mir mal meine Schuhe ausziehen, mir wird viel zu warm. Alles, was ich an Kleidung habe, liegt jetzt hier. Und das ist echt, ja, alles. Das Einzige, was noch ist, ist, wie gesagt, hier die Schublade noch mit Unterwäsche, Socken und so Sportsachen. Da habe ich jetzt noch ein Sport-BH aussortiert, weil ich mir jetzt hier von Gymshark nochmal ein neues Set endlich bestellt habe. Ich brauchte unbedingt, wollte ich mir letztes Jahr schon mal kaufen, so eine kurze Hose mit passendem Sport-BH. Perfekt. Und die Sachen, die hier hindringen, sind einmal hier Sachen, die ich einmal angezogen habe, aber nochmal anziehen würde. Und das hier sind Sachen, und das ist übrigens auch nochmal ein wirklich guter Tipp von mir für euch, den habe ich natürlich auch irgendwo selber gesehen. Wenn ihr so Stücke habt, wo ihr nicht mehr wisst, greift ihr da wirklich noch nach, packt die verkehrt herum mit dem Hängerchen in den Kleiderschrank. Und wenn ihr dann nach einem halben Jahr nochmal guckt und seht, ihr habt den Hänger nicht gedreht, dann ist das nochmal, ja, nochmal ein Argument mehr zu gucken, ob man das nicht aussortiert. Und bei mir ist es hier zum Beispiel ein Rock, den hatte ich von meiner Mutter jetzt quasi noch mitgenommen, den hat sie früher getragen. Der ist eigentlich richtig cool, weil der so übers Knie geht, aber ich trage den einfach nicht, also kann er weg. Die Bluse ist mir auch immer etwas eng und ich trage eigentlich auch eher andere Sachen. Und jetzt kommen wir auch zu einem Punkt für mehr Freude im Kleiderschrank. Wenn man solche Stücke, die man nicht mehr so gerne trägt, und das ist ja auch diese Art von Marie Kondo so auszusortieren, wenn man die Stücke, woran man nicht mehr so viel Freude hat, wenn man schafft, sich von denen zu trennen, dann hat man mehr Stücke im Kleiderschrank, an denen man sich richtig erfreut. Und Tipp Nummer zwei ist Farbschema. Ich habe für mich jetzt gesagt, und wahrscheinlich werde ich das irgendwann auch nochmal ändern, aber momentan ist es so, dass ich folgende Farben im Kleiderschrank haben möchte. Schwarz, weiß, das sind ja, sag ich mal, so Klassiker. Beige und Rot. Denn Rot liebe ich als Farbe und Beige passt da richtig gut zu. Und was ich nicht mehr im Kleiderschrank haben möchte oder vermeiden möchte, neu zu kaufen, ist Blau und Grau. Ich habe immer noch graue Stücke und ich habe auch immer noch blaue Stücke. Aber das wird mir zu bunt im Kleiderschrank. Denn natürlich kann ich Blau mit Weiß kombinieren. Ich würde Weiß aber immer eher mit Beige kombinieren wollen. Also fällt das irgendwie raus. Und genau das gleiche so mit Grau. Grau und Blau gehören für mich in so eine Farbkategorie. Und deshalb sind das die Dinge, auf die ich eher verzichten möchte, damit ich dann Schwarz, Weiß, Beige, Rot, was ich alles miteinander kombinieren könnte, im Kleiderschrank habe und halt nicht mehr Blau und Grau dazwischen, wo ich immer denke, ja, wie könnte ich das denn irgendwie noch einbinden?
Ich hoffe, man versteht irgendwie, was ich ungefähr meine. Oh mein Gott, mir ist so warm. Dieser Cardigan ist auch so richtig kuschelig und wärmend. Ich glaube, ich werde ihn aber jetzt mal ausziehen, denn das ist ganz schön anstrengend. So, gleich viel besser. Naja, ich habe ja auch einen Wollkaschmir-Top an. Also es ist auch kein Wunder, dass mir so warm ist. Ich gehe die Stücke gleich alle durch, aber erstmal mache ich hier noch weiter. Also, der Rock kommt weg, die Bluse kommt weg. Seidensticker ist so eine tolle Marke, aber sie müsste eigentlich ein bisschen größer für mich sein. Der Jumpsuit, den liebe ich über alles. Der bleibt definitiv. Es kann auch sein, das hatte ich jetzt so kurz vor dem Winter gemacht, dass das auch ein Grund ist, warum ich die noch nicht so richtig anziehen konnte. Genau wie dieses bauchfreie olivgrüne Top. Grün ist auch so eine Farbe, die würde ich jetzt nicht mehr neu kaufen. Aber ich habe so ein, zwei Kombinationsmöglichkeiten, wie ich das gerne trage. Und auch das ist aber mehr so ein Thema für den Sommer. Ach, das Top weiß ich nicht richtig, ob ich es behalte oder weggebe. Es trägt sich nicht ganz so angenehm unter den Achseln. Ich hatte mir das ja vor 3 Jahren, glaube ich, zu Weihnachten gekauft und hatte es dann 2 Weihnachten lang an. Sonst leider auch nicht mehr so wirklich. Also das sind auch so Käufe, die ich jetzt versuchen will, eigentlich eher zu vermeiden, wenn das nur so für so ganz besondere Gelegenheiten ist. Dann lieber eine Seidenbluse, die man auch im Alltag perfekt anziehen kann und die aber edel genug ist für so einen spezielleren Anlass. Ja, behalten oder aussortieren. Ich habe es letztes Jahr nicht einmal getragen, bin ich der Meinung. Vielleicht nehme ich es nochmal mit in den nächsten Urlaub und wenn ich es dann nicht anziehe, dann kommt es weg. Dann habe ich hier noch diese wunderschöne Spitzenbluse. Ich war damals ganz lange auf der Suche nach so einer Spitzenbluse, die aus Baumwolle gehäkelt ist und halt nicht aus Polyester, weil die meisten sind immer aus Polyester. Die sitzt hauteng, darunter trage ich dann ja auch gerne so ein nudefarbenes Top oder auf jeden Fall natürlich einen nudefarbenen BH. Und das ist irgendwie was man super unter einem Blazer anziehen kann, aber irgendwie mache ich das nicht. Aber das will ich nochmal versuchen, weil ich finde die eigentlich richtig schön für drunter. Für nur so rein zum Tragen ist mir, finde ich, so ein bisschen zu eng, das sieht nicht so gut aus. Dann habe ich hier eine Bluse, die ich über alles liebe. Die hat nur eine, also eine Schulter frei und hier ist es so 3/4. Die ist mir aber auch zu kleines M, ne? Ja, die hatten L damals leider nicht mehr. Die könnte auch mal wieder gebügelt werden. Ich passe da nicht mehr so richtig rein. Und deshalb ist es etwas, was ich total gerne im Kleiderschrank hätte. Ich liebe One Shoulder Off. Ich finde das so hübsch und sexy. Ich finde das richtig cool. Aber ich glaube, die ist es dann einfach nicht mehr. Und wenn ich die jetzt ausrangiere und zukünftig nochmal eine finde, dann kaufe ich mir das vielleicht lieber einfach nochmal wirklich in eine Größe, die mir passt und wo ich Freude dran habe. Und daran hat bestimmt die Freundin meiner Schwiegermama in Spe Freude, könnte ich mir vorstellen. Ja, ich habe jetzt heute auch Make-up drauf, deshalb werde ich jetzt nicht alles einfach so anprobieren und überstülpen, weil dann sind die Sachen nachher auf alle voller Make-up. Aber ja, ich werde die Sachen, glaube ich, nochmal rauslegen und die Stücke, wo ich unsicher bin, nochmal reinschlüpfen. Und dann ist das, glaube ich, noch mein Argument mehr auszusortieren. So, hier haben wir eine Leinenbluse, die habe ich mir damals für Afrika gekauft. Die bleibt auf jeden Fall auch. Und dann 2 weiße T-Shirts und das muss auch sein. Ich trage im Winter eher nicht so T-Shirts, weil ich mag das nicht, im T-Shirt im Pullover zu stecken. Aber im Sommer kommen die dann wieder zum Einsatz. Und die 2 Stück hatten wir schon. So, widmen wir uns diesem großen Haufen. Dinge, von denen ich definitiv weiß, dass ich sie behalte, packe ich jetzt direkt wieder als erstes in den Schrank zurück und am Essen die Sachen, die noch schön zusammengelegt sind, wie mein bei Eileen König Pullover und dieser Pullover von And Other Stories, den mag ich auch so, so gerne. Der ist richtig schön kuschelig, so ein bisschen oversized. Und bei den Pullovern, das sind meine anderen Pullover und einer ist, glaube ich, noch in der Wäsche. Da gucke ich jetzt nochmal durch, wobei der hier ist auch One Shoulder, den trage ich sehr gerne zu Hause, der bleibt auf jeden Fall auch. Das hier ist so eine dickere Strickjacke. Die trage ich ganz gerne so One Shoulder auf. Das hier ist so ein längerer Pullover, den habe ich immer geliebt von, na, von welcher Marke ist der noch? Diesel. Richtig cool, habe ich auch eine Zeit lang als Kleid getragen, aber jetzt mittlerweile würde das nicht mehr so passen. Die Strickjacke werde ich, denke ich, auch eher behalten. Ich finde sie nicht so schön, aber wenn ich mir vorstelle, ich sitze wieder in Marokko auf dem Kamel oder so, dann würde ich ja die Strickjacke anziehen als meine richtig schöne neue. Die ist auch ein bisschen dünner und ich glaube, es ist, ja, ist okay, wenn ich eine 2. Strickjacke behalte. Und das hier sind Pullover aus der Männerabteilung, die 2 hier. Die sind richtig schön dünn von Wee.
Und das hier ist noch einer von ASOS, den behalte ich auf jeden Fall auch. Der ist einfach casual, so ein Sportpullover. Und die hier sind so leicht schicker. Und ich glaube, die werde ich auch behalten. So, wir machen das so. Ich habe jetzt die beiden Pullover, die ich absolut liebe, hier in die Mitte getan. Und die hier, ich habe die ja hier immer so hochgefaltet drin. Ich habe übrigens ja meinen Kleiderschrank, ein Video gemacht mit 5 Tipps für einen gut organisierten Kleiderschrank. Unter anderem auch mit diesen Dingern, die man sich im Baumarkt machen kann. Das verlinke ich euch unten nochmal, falls euch das noch interessiert. Das ist auch eines meiner meistgeguckten Videos. Genau, die bleiben auf jeden Fall. Und die zwei hier, der eine von Diesel und der hier lag noch da drunter. Der rote, der ist auch, das ist ein schönes Rot. Kevin meinte letztens, der sitzt irgendwie komisch. Deshalb werde ich die nochmal genauer betrachten. Und die kommen mal auf den Stapel, dass ich da nochmal drüber gucken werde. Ich habe zum Beispiel ziemlich viele schwarze Blazer. Einmal den hier von Zara mit den wunderschönen goldenen Knöpfen. Den trage ich total viel auch hier im Homeoffice. Den behalte ich auf jeden Fall. Dann habe ich hier einen, der ist aus so einem Sweatstoff. Der ist für mich eigentlich quasi wie ein besserer Pullover. Die habe ich bei Marco Polo mal am Flughafen gekauft. 2018? Also schon richtig lange her. Den und den roten zusammen, die waren 50% reduziert, weil sie damals den Store dann zumachen wollten oder der irgendwie neu gemacht werden sollte. Und ich trage den so, so viel. Auch halt zu Hause, wie gesagt, anstelle eines Pullovers. Und das ist halt irgendwie immer so eine schickere Alternative, als nur einen Pullover anzuziehen. Und es ist trotzdem aus, es ist kein Sweatshirt-Stoff, aber es ist so ein kuscheliger Stoff, wo man sich richtig gut drin bewegen kann. Den behalte ich auf jeden Fall auch, weil ich den halt auch gerne so im Alltag zu Hause trage. Und dann habe ich hier noch einen schwarzen Blazer, der hat so einen Dreiviertelarm. Das ist also mehr so was Sommerliches. Das ist von Komma, der ist auch ganz schön geschnitten. Ich glaube, ich habe den letztes Jahr gar nicht mehr so viel getragen. Ich glaube, da hatte ich eher den Leinenblazer getragen. Und was ich dann ganz gerne mache, und das glaube ich, werde ich mit dem jetzt hier einfach auch mal machen und vielleicht auch mit dem hier, das ist noch so ein richtig schöner Anzugbläser, der müsste nur unbedingt mal, glaube ich, gebügelt werden, weil der schon so ein bisschen knittrig ist. Auch ein richtig schöner schwarzer Blazer aus so einem Anzugstoff. Da habe ich mir damals, als ich einen Karrieresprung gemacht hatte, hatte ich mir einen Anzug gekauft. 2 Anzüge bei Hugo Boss, habe 1.000 € da gelassen und fühlte mich in diesen Anzügen immer ganz toll, weil das einfach ja so... Ich habe mich einfach so wohl gefühlt, weil ich mir so was Tolles, Hochwertiges gekauft hatte und so. Vorher hatte ich immer von Mango zum Beispiel Anzüge, habe ich zu der Zeit auch gerne getragen. Und dann hatte ich einen von Hugo Boss. Also das war schon ein tolles Gefühl. Und deshalb bin ich auch immer noch mit diesem Blazer. Die Hose habe ich schon längere Zeit weggegeben und auch diesen anderen Anzug, den ich damals gekauft habe. Und der Blazer hier passt auch immer noch. Vielleicht gebe ich ihn einfach mal in die Reinigung und zum Bügeln, um dem einen kleinen Refresher zu geben. Der ist noch so ein bisschen, ja, der ist leicht anders geschnitten als der Zara Blazer. Würde ich den dann nochmal wieder anziehen? Oder ich stelle den direkt auf eBay. Das Blöde ist nur, dass man teilweise dafür nicht so viel kriegt, wie ich dann doch gerne dafür hätte, damit ich mich dann dafür trenne und dann behalte ich es lieber. Aber ich würde das, glaube ich, in beiden einfach machen. Wenn ich das bekomme, was ich haben will, dann gebe ich es weg, dann soll es so sein. Und wenn ich das nicht bekomme, dann trage ich es halt weiter. Die kommen mal mit zu den anderen Teilen. Ich stecke das hier gerade bei Kevin in den Kleiderschrank, was eventuell komplett weg kann oder was ich nochmal anprobieren will oder was auf eBay geht. Nutze ich einfach mal, dass er nicht so viel Zeug im Kleiderschrank hat wie ich. Und diese Weste von Burberry, die habe ich auch schon auf eBay. Ich habe sie total geliebt und merke aber, dass sie für mich so ein kleines bisschen zu klein einfach geworden ist, kann man glaube ich schon fast sagen. Im Schulter, weil sie sitzt eigentlich immer noch gut. Auch mit der ist es so,
Wenn ich dafür noch einen guten Preis bekomme und sie in liebevolle neue Hände geht, dann fällt mir das leichter, mich von solchen besonderen Stücken zu trennen. Ich weiß noch, wie ich diese Weste nämlich immer bei Lydia Millen gesehen hatte vor Jahren. Das ist bestimmt schon 8 Jahre her, der Folge schon Ewigkeiten. Ist so eine meiner längsten Influencerinnen, wobei ich sie in letzter Zeit gar nicht mehr so häufig gucke, muss ich gestehen. Ja, ab und an eigentlich immer nochmal. Aber ich trenne mich auch nicht von ihr, weil sie ist irgendwie so jemand, den ich jetzt schon so lange begleitet habe. Die gehört irgendwie einfach dazu. Und die hatte diese Weste. Und ich habe diese Weste, glaube ich, dann 2 Jahre später auf Bestia Kollektiv gefunden und war so happy, dass ich direkt zugeschlagen hatte. Größe S ist das. Ich habe ja sonst eigentlich immer Größe L. Die ist aber auch oversized geschnitten, deshalb hat sie gepasst. Ich glaube, eine M hätte noch besser gepasst. Ihr könnt ja euch mal kurz anziehen. Ich habe die immer sehr gerne getragen mit einfach einem dünnen Longsleeve drunter. Sie passt halt, ne? Also ich krieg sie auch zu, aber dann sitzt sie halt auch eng an, das ist nicht so cool. Und ich fand diese Taschen, die sind richtig schön tief auch, die fand ich auch immer mega toll. Ich glaube, das macht bei mir immer so ein bisschen noch breitere Schultern, aber sie ist eigentlich schon ganz cool. Gut, die habe ich aber auch schon auf eBay, deshalb kommt sie zurück zu mir in den Kleiderschrank und nicht bei Kevin, weil hier muss ich nichts mehr tun. Handtaschen habe ich übrigens für mich jetzt auch schon mal ein bisschen durchsortiert und die habe ich aber auch schon durch und auf eBay Kleinanzeigen und deshalb muss ich da nichts mehr tun. Hosen. Meine schicken Hosen habe ich alle aufgehangen. Ich habe ja einmal meine neue von Eileen König. Deshalb wird bei den Hosen gleich auch eine rausfliegen. Nämlich meine alte ASOS-Hose, die nicht mehr gut ist. Die Reese-Hose habe ich auch letztes Jahr gekauft. Habe die auch richtig viel getragen. Freue mich auch dieses Jahr, sie wieder wahnsinnig viel zu tragen. Und genau, wir machen mal... Ich mache das mal ganz gerne, dass ich das nach Farben sortiere. Und aber auch Kategorien, nämlich einmal Blazer. Und jetzt machen wir auch einmal... Hosen, weil so meine richtig guten, schicken Hosen, die falte ich dann nicht zusammen in die Schublade. Das mache ich mehr so mit Jeans oder so. Ich finde, die Hosen bleiben dann so ein bisschen besser in Form. Und hier haben wir dann den Bereich Oberteile. Ich würde gerade sagen, mir fehlen auch noch die ganzen schwarzen Oberteile, aber der liegt ja auch noch ein Haufen. Und diesen Rock habe ich ewig nicht getragen, aber ich werde mich auch nicht von ihm trennen, weil irgendeine Gelegenheit wird es immer noch mal wieder geben. Das ist ein Rock von Dolce & Gabbana. Den habe ich mir im Skiurlaub 2014 gekauft. Das muss, glaube ich, so mein allererstes Designerstück überhaupt gewesen sein. Und das war nämlich damals so ein Outlet beim Skiurlaub in so einem kleinen Laden. Der war so stark reduziert, ich glaube 70% oder 80%. Gab es damals auch noch in einem Beige. Und der Reißverschluss, der zieht sich so grandios. Das ist der Hammer von der Qualität her. Ich wusste nicht, dass man so viel mit einem Reißverschluss machen kann. Hatte hier so einen richtig kleinen, so einen kleinen Stütz. Und ist hier außen halt so richtig schön aus Seide und innen drin. Und das ist das Besondere aus dem Leopardenseiden-Gemisch. Richtig schön. Den behalte ich auf jeden Fall auch. Oder eBay. Oh, Eigentlich war das für mich klar, dass er zurück in den Kleiderschrank geht. Wir setzen ihn mal auf eBay und wenn ich einen guten Preis bekomme, verkaufe ich ihn und sonst geht er zurück zu mir. So, hier haben wir noch weitere Oberteile. Dieses Top von ASOS zum Beispiel. Ich finde das Beige nicht sehr getroffen. Ich kann das nicht mit anderen Beige-Tönen kombinieren, weil das eher so pink dann wirkt. Und ich muss auch sagen, dass die von der Qualität her nicht gut waschen. Ich glaube, was ich aber noch mal gucken werde, ist so im Laufe des Jahres, vielleicht im Sommer. Also ich behalte es erstmal, weil ich kein anderes beiges Top habe. Hier noch so ein Nudefarben, das zeige ich aber nur für drunter. Das mit Spaghetti-Trägern finde ich nicht so schön so zu tragen. Und vielleicht finde ich ja so wie von Eileen König auch so ein beiges Top nochmal. Es dürfte nur nicht aus Wolle und Kaschmir sein für den Sommer, denke ich, oder? Wolle und Kaschmir, das wärmt doch. Das ist doch nicht kühlend. Baumwolle war kühlend, ne? Aber vielleicht hat sie ja auch aus Baumwolle... Tops. Da würde ich, glaube ich, nochmal gucken, um das gegen ein richtiges Beige auszutauschen. Aber erstmal bleibt der. Das T-Shirt geht, sobald ich mir das von Lily Sale gekauft habe.
Ich habe bei Lilly Silk nämlich gesehen, dass sie so eine Bluse aus Seide haben und das hier ist nur Polyester von Mango. Dieses T-Shirt habe ich jetzt bestimmt schon. Ach genau, Ibiza muss 2015 gewesen sein. 7 Jahre. Und man sieht auch vom Stoff her, wenn man näher dran, dass das nicht mehr ganz so schön ist. Ich trage es noch wahnsinnig gerne, weil ich die Farbe mag. Ich mag diesen lockeren Sitz. Aber es ist halt vorne Polyester, hinten T-Shirt-Stoff. Ich mag diese Kombination auch nicht richtig. Und deshalb möchte ich nochmal in ein schönes Seiden-T-Shirt investieren. Also Seiden-Bluse, Seiden-T-Shirt von Lilly Silk. Da habe ich etwas gesehen, was sehr ähnlich aussieht. Die haben irgendwie zwei verschiedene Beige-Töne da auf ihrer Website. Da muss ich nochmal gucken, welcher da dem am nächsten käme, den ich hätte, den ich gerne hätte. Ich würde sagen, es ist hier so ein Champagner vielleicht auch eher. Und dann würde das wegkommen, aber noch behalte ich das, bis ich das andere nicht habe. Und dieses rote Top werde ich auch behalten. Das ist auch von Komma, genau wie die rote Bluse von Komma. Die Sachen sind leider nicht aus Seide, sondern das ist auch Polyester. Aber das trage ich total gerne. Rot ist einfach meine Farbe. Wisst ihr was? Ich packe die Bluse, um wirklich einfach jetzt auch mal streng mit mir zu sein. Ich habe sie letztes Jahr nicht einmal getragen. Ich könnte mir vorstellen, sie die nächsten Tage mal wieder anzuziehen und zu tragen. Aber ich werde sie auf eBay packen. Wenn sie einen guten Abnehmer findet, dann gebe ich sie weg. Die war mal richtig teuer. 120 Euro oder so hat die, glaube ich, gekostet. Weil einfach, ja, Baumwolle gestickt einfach wirklich viel Geld kostet. Und wenn ich dann einen guten Verkäufer, einen guten Käufer zu dem Preis finde, dann geht sie weg. Und sonst bleibt sie im Kleiderschrank. Und dazu packe ich dann auch das Top, denke ich einfach. Ja, so machen wir das. Ich bin so stolz auf dich. Oh, hier noch etwas, wo Lilly Silk mit reinspielt. Ich habe hier diese schwarze seidene Top und das trage ich total gerne, beispielsweise mit solchen Hosen, so High-Waisted, weil das Top ist eher relativ kurz geschnitten, deshalb muss das High-Waisted reingesteckt werden. Und das sieht so toll aus, wenn ich das trage, da brauche ich auch kein BH drunter, das liebe ich ja auch über alles. Aber es ist halt auch reines Polyester und Lilly Silk hat so ein schwarzes Top und das steht auf jeden Fall auch noch auf meiner Wunschliste, das dann auszutauschen. Dann käme das hier weg. Das hier hat jetzt 3 Jahre gut gehalten. Aber ich merke einfach die Qualität. Das ist aber einfach ein Top, was ich total gerne und viel trage. Deshalb lohnt sich da für mich dann die Investition in das Seidentop. Auch wenn die immer so bei, glaube ich, 80 Euro liegen. Dann gibt es, glaube ich, immer noch ein bisschen Rabatt. Aber das lohnt sich dann. Und davon habe ich dann auch länger als 3 Jahre was. Das ist so eine Corsage. Habe ich auch ewig nicht getragen. Ist mehr Unterwäsche, aber die behalte ich auch nochmal. Sowas kann man auch nicht mehr ganz cool heutzutage so unter einem Blazer anziehen, je nachdem, in welchem Beruf man arbeitet. Dann habe ich hier 2 Tops von ASOS. Ich muss sagen, dass sich das Schwarz nicht gut wäscht. Wenn ich das jetzt hier direkt dran halte, dann sehe ich einfach echt auch den qualitativen Unterschied. Die behalte ich aber, ich ziehe die nach wie vor immer noch an. Das ist halt ein Baumwoll-Top. Das hier hatte ich mir jetzt extra gekauft, weil das auch richtig schön wärmt, so für den Winter ist. Das merke ich auch, deshalb. Ne? Aber für den Sommer brauche ich dann, da trage ich auch ganz gerne mal schwarz, etwas aus Baumwolle. Auch da würde ich aber, ich trage die jetzt auf, bis sie irgendwann wirklich nicht mehr schön sind oder vielleicht ein Loch oder so irgendwie haben. Aber wenn ich die dann aufgetragen habe, und das kann man ja, finde ich, immer schon ganz schön vorbereiten, dann will ich auf jeden Fall nochmal nach einer Alternative gucken. Und vielleicht auch, ich hatte jetzt von jemandem von euch den Avocado Store, so hieß der, glaube ich, die Plattform empfohlen bekommen. Das ist eine Plattform, die nur nachhaltige Labels anbietet und zwar ganz viele verschiedene. Also ich bin da durchgescrollt, ich glaube, da sind hunderte, wenn nicht tausende verschiedene Anbieter drauf. Auch ein Hamburger Unternehmen, richtig nett gemacht, die Seite. Die haben zum Beispiel auch Armed Angels, die kannte ich vom Begriff her schon. Und ich glaube, das wäre irgendwie was. Weil so nachhaltige Materialien, da hätte ich jetzt irgendwie so die Erwartung, dass die sich dann auch gut waschen und gut halten, dass darauf auch so ein Fokus liegen würde. Ich glaube, da würde ich mal gucken, weil ich bin ansonsten so ein bisschen raus, wo man schöne Basics herkriegt, die sich auch gut waschen. Viele von euch haben ja auch zum Thema weißes T-Shirt, das ist übrigens genau das Gleiche. Die sind von der Qualität her, das merkt man nach dem Waschen, sind die einfach nicht mehr so doll. Die T-Shirts von Arket empfohlen.
Die hatte ich auch an. Ich muss aber sagen, die passen nicht zu meiner Körperform. Das sieht an mir nicht aus. Ja. Das ist das einzige schwarze T-Shirt, was ich habe. Pull and Bear, schon mehrere Jahre alt. Trage ich eigentlich auch nicht mehr so richtig. Aber wenn ich mal zu Hause irgendwie ein T-Shirt irgendwie nur drüber ziehen will, dann kommt das nochmal ganz gelegen. Oh Mann, diese schöne schwarze Bluse, die liebe ich auch. Die ist von Reese. Das habe ich nur mal hier rausgetrennt überall, weil mich das gekratzt hat und hier irgendwie rausgeguckt hat. Das ist richtig schön. Ist leider auch Polyester. Man schwitzt also eher drin. Oh, aber das habe ich auch geliebt. Mittlerweile mag ich das halt lieber, wenn das jetzt nichts ist, was eng anliegt am Arm, gerade am Oberarm, sondern wenn das ein bisschen lockerer und luftiger, leichter ist bei so solchen Sachen, die sonst auch so tailliert geschnitten sind. Muss ich nochmal drüber nachdenken, hänge ich also erstmal hier rüber. Ja, und dann haben wir hier noch ein schlichtes schwarzes Top. Da war ich letztens schon kurz davor, das auszurangieren und dann hat es irgendeine Gelegenheit gegeben, wo ich es dann doch angezogen habe. Was war denn das gewesen? Da war ich mit meiner Mama shoppen und sie hatte mir das bei S. Oliver gekauft. S. Oliver ist so ihre Lieblingsmarke. Die zwei schlichten schwarzen Zara-Tops, die kommen auf jeden Fall wieder rein. Das war nämlich für mich mal so der Versuch gewesen, weg von Zara mit Polyester hin zu ASOS mit Baumwolle. Also sind jetzt beides keine nachhaltigen Marken, aber mir ging es da mehr ums Material. Ich muss aber sagen, dass ich ja, das Polyestermaterial so ein bisschen glänzender und schöner finde. Aber das könnte ich halt lösen, wenn ich mir bei Lilly dieses schwarze Top kaufe. Ja, die bleiben auf jeden Fall vorerst im Kleiderschrank. Sind nämlich in Ordnung. Hätten jetzt überhaupt keinen Wiederverkaufswert. Und ich trage die auch immer mal wieder. Und was soll denn mit dem Top? Ich glaube, ich behalte das auch erst nochmal, weil das auch aus Baumwolle ist. Ein bisschen lockerer, leichter. Ich muss kein BH drunter anziehen. Und so für den Sommer wäre das vielleicht ganz gut. Vielleicht hänge ich das aber auch, wenn jetzt so der Frühling, Sommer kommt, einfach mal verkehrt herum, um im Herbst, Winter sagen zu können, hatte ich es an oder nicht. Sonst kommt es dann im nächsten Clear out dann weg. Zack. Leere Bügel. Ganz schön anstrengend, euch. Hosen. Ich habe hier eine Lederhose, die ist mir momentan eher ein bisschen zu eng. Aber die gebe ich nicht weg, glaube ich. Ich glaube, dafür kriegt man nicht das, was man haben möchte. Ich hatte nämlich schon mal überlegt, ob ich mir eine neue Lederhose kaufe, die mehr so in meiner Größe ist. Aber ehrlicherweise würde ich dafür jetzt gerade kein Geld ausgeben. Ich habe die damals in 38 gekauft. Die ist von Selected. Die hat 350 Euro, glaube ich, gekostet. Die ist super hochwertig, total toll. Das Einzige, was ist, dass sie mir hier ein bisschen eng auf der Hüfte sitzt, weil ich einfach eine 40 mittlerweile bin. Damals, als ich sie gekauft habe, ich habe die auch schon jahrelang, war das so 38, 40 irgendwie. Dann hatte ich beide Größen an und fand, dass 38 knackiger aussah. Ich merke aber auch immer wieder, dass ich manchmal nicht zwei Größen miteinander vergleichen kann. Hätte ich direkt die 40 angezogen und gesehen, dass sie gut sitzt, dann hätte das, glaube ich, auch knackig genug ausgesehen, um die Hose zu behalten. Das kann ich euch auch nur empfehlen, wenn ihr zwischen zwei Größen seid. Weil tendenziell ist eine größere Größe, finde ich, bei sowas dann immer irgendwie ein bisschen besser. Wobei, naja, manchmal weitet sich ja etwas irgendwie auch, aber in dem Fall muss ich sagen, ist es nicht aufgegangen. Ich lege sie mal beiseite. Vielleicht kommt sie auf eBay. Dann eine Hose, die habe ich jetzt 5, 6 Jahre dauerhaft getragen. Das ist hier meine, im Grunde so wie die Hose jetzt von Eileen König von ASOS. Der Reißverschluss war aber auch nicht mehr wirklich gut. Und die wollte ich nämlich jetzt auch ausrangieren. Deshalb habe ich mir jetzt eine gekauft. Die ist aus Schurwolle, die Hose von Eileen König. Ist richtig schön leicht, sitzt ganz toll. Die andere Hose war im Grunde immer ähnlich, aber der Reißverschluss war nicht mehr schön. Und jetzt habe ich in eine richtig gute investiert.
Rosa sieht man bei mir eigentlich auch nie im Kleiderschrank, aber ich finde diese Hosenpassform einfach so toll. Die habe ich auch mal bei ASOS gekauft, weil ich einfach diesen Chino-Hosen-Style total liebe. Trage ich auch immer mal ganz gerne mit Rot, dann fühle ich mich so ein bisschen wie so eine Erdbeere. Das Problem mit manchen Sachen ist, dass ich mich davon nur trennen könnte, wenn ich es irgendwie noch weiterverkaufen würde. Und mir dann von dem Geld irgendwie was Neues zu kaufen beispielsweise. Aber das ist halt auch eine Hose, die hat halt keinen Wiederverkaufswert. Die hat mal nur 20, 30 Euro irgendwie bei ASOS gekostet. Halte ich, glaube ich, auch erstmal. Hier ist eine Hose, die habe ich mal in Kopenhagen gekauft. Designers Remix Charlotte Eskildsen. Die ist richtig cool. Die hat hier so richtig große Knöpfe. Die werde ich auf jeden Fall auch noch behalten. Das ist eine schöne beige Hose. Dann habe ich eine weiße Leinhose. Da werde ich nochmal reinschlupfen, ob mir die überhaupt noch passt. Und dann habe ich hier so eine weiße, die schwarze Hose, die ich gerade ausrangiert habe, die habe ich auch noch in Rot. Hängt da drin. Und in Weiß. Und vielleicht werde ich diese Hosen auch einfach mal auf den Bügel hängen. Ja, wenn ich da jetzt Platz schaffe, dann ist dafür auch Platz da. Aber die weiße Hose, die ist ein bisschen zu durchsichtig, beziehungsweise ein bisschen zu eng, und dadurch wirkt sie eher durchsichtig. Von der Qualität her mittlerweile sieht man auch, müsste ich mal irgendwie, weiß ich nicht, mit so einem Kamm oder so einem Fusselrasierer drüber. Ich behalte sie nochmal, bis ich eine Alternative habe. Genauso wie mit der schwarzen von ASOS. Die habe ich jetzt auch getragen, bis ich endlich mir eine Alternative leisten wollte. Die habe ich übrigens letztes Jahr auch mit meinem Kelly-Gürtel schon ein paar Mal getragen. So, dann haben wir Jeanshosen. Ich habe hier so eine Mom-Jeans, da stand schon mal kurz davor, die auszurangieren. Aber ich trage am liebsten momentan wirklich so ein bisschen weitere Jeans. Deshalb behalte ich die auch nochmal gerade so Richtung Tendenz Sommer. Dann habe ich hier eine, das war meine Latzhose, habe ich dann beim Schneider aber als normale Hose umnähen lassen von Komma. Die haben unglaublich weichen Jeansstoff. Das ist der Hammer. Die behalte ich auf jeden Fall auch. Die hat eine schöne Knöchellänge auch für den Sommer. Und das hier ist was ganz Besonderes. Und ganz verrückt, das behalte ich auf jeden Fall auch, weil manchmal bin ich verrückt und trage gerne etwas, was der Otto-Normalverbraucher vielleicht nicht tragen würde. In dem Fall eine Hose mit einem langen Bein und einem kurzen Bein. Und dann habe ich hier zwei Jeanshosen. Einmal, und zwar zwei quasi klassische Röhrenjeans, eng anliegende Jeans. Das ist von Levi's, die 29 ist die Größe. Das ist die, ich suche und suche und suche. 710 Super Skinny ist die blaue und ich meine die schwarze. Ist das nicht das gleiche Modell, als ich das gekauft hatte? 711 Skinny, genau, auch 29. Die schwarze habe ich auch mal gewaschen. Die ist, hat sich ganz gut gewaschen, ist jetzt nicht sehr ausgeblichen. Aber ich trage sie einfach nicht, ich weiß nicht. Ich merke auch, glaube ich, einfach, dass ich mehr und mehr der Typ werde, der gerne schicke Hosen trägt. Ich trage trotzdem immer noch am meisten zwei Hosen von Only sind die. Die habe ich mal bei ASOS gekauft. Eine weiße und eine schwarze, weil die einfach bequem vom Stoff her sind und gut sitzen. Aber die beiden Levi's Jeans werde ich jetzt außerdem auch einmal auf eBay geben. Die beiden behalte ich. Aber ich will gucken, dass ich einfach mehr auch, ich bräuchte nochmal eine lange weiß, also eine schicke weiße Hose. Dann könnte ich die Jeans vielleicht aussortieren und die weiße. Deshalb finde ich es ganz gut, wenn man den ganzen Kleiderschrank mal sieht, dann sieht man, okay, zukünftig würde ich gerne mal das und das irgendwie austauschen. Oder halt natürlich auch ausmisten. So, die fünf Hosen kommen dann zurück. Und das hier ist jetzt alles so an kurzen Sachen. Da habe ich einmal den Rock in dem Toy de Jury Muster. Den behalte ich auf jeden Fall, den liebe ich. Dann die Leinenhose, die liebe ich auch. Und die kurze weiße Hose habe ich auch sehr gerne getragen. Das sind Jeans. Die können schon mal rein. Dann habe ich einmal hier ein Kleid, was ich in Mexiko gekauft habe. Es ist aus Baumwolle, hat einen richtig tollen
Schnitt. Sehr schmal, aber sehr tief hier und auch rückenfrei. Und dann schwingt das irgendwie unten. Man braucht keinen BH, weil das so zwei oder drei Schichten übereinander sind. Total toll. Habe ich auch noch diesen Jumpsuit von, der behalte ich auch. Das hier ist nun eigentlich überhaupt nicht so mein Muster. Das trage ich aber immer, wenn ich wenn ich irgendwie im Strandurlaub bin als Strandkleid. Deshalb behalte ich das dafür nochmal, falls ich dann nicht beim nächsten Mal vielleicht was anderes haben sollte. Und dann finde ich es ja auch eigentlich immer ganz cool, wenn man so eine Jeans hat. Aber ich bin eigentlich mehr der schicke Hosentyp. Und die hier passt mir, glaube ich, auch nicht mehr. Schwöpfe ich nochmal rein und gucke, ob sie passt. Was ist das? Achso, das ist das schwarze trägerlose Kleid. Das behalte ich auch. Ach, und diesen Rock, den findet Kevin so toll. Und ich trage ihn aber irgendwie eigentlich gar nicht. Ich packe ihn erstmal in die Schublade, kann ich jetzt nicht aussortieren, sonst kriege ich Ärger mit Kevin. Aber wenn er den in einem Jahr nicht wieder gesehen hat, dann kommt er weg. Und so sieht das jetzt aus. Hier sind die Blazer, die ich auf jeden Fall behalte. Hosen, Oberteile. Perfekt. Dann haben wir hier die erste Schublade. Hier war eben noch die schicken Hosen. Ach nee, die habe ich ja jetzt aufgehangen, weil ich hier jetzt Platz habe. Und trotzdem habe ich mehr Platz als vorher da. Tada! Hier sind jetzt meine Jeanshosen. So Sommersachen. Das ist jetzt die Pullover-Schublade. Da habe ich einfach jetzt komplett leer. Und auch hier ein bisschen lockerer. Ja, ich werde mal kurz was trinken und dann machen wir gleich noch mit diesem Haufen da weiter. Das ist der, der immer links außen im Kleiderschrank war. Ja, aber wir haben schon richtig viel geschafft. Und es fühlt sich gut an. So, und jetzt widmen wir uns der linken Ecke. Das ist nämlich der einzige Bereich, wo wir ja quasi lang hängen können. So viel haben wir nicht. Beziehungsweise, ich glaube, es sind auch alles meine Sachen. Aber fangen wir an mit dem Rock. Den werde ich auf jeden Fall noch behalten. Der ist richtig, richtig schön. Momentan ein bisschen eng an der Taille, aber ich bin ja sportlich fleißig dabei. Dann habe ich hier dieses richtig schöne Kleid. Davon habe ich auch die Bluse. Die ist momentan allerdings in der Wäsche. Die ist hier oben so aus Spitze und geht dann weiter zusammen. Das ist eins, das glaube ich, setze ich mal auf. eBay ist aber auch so ein Stück, an dem ich sehr hänge und was ich sehr gerne mag. Ich habe es nur selten angezogen, aber gute, so viele Gelegenheiten haben sich ehrlicherweise auch nicht ergeben. Mal gucken. Ich glaube, ich setze es mal auf eBay. Wenn der Preis stimmt, stimmt der Preis und sonst bleibt es bei mir. Das Kleidchen bleibt auf jeden Fall auch noch hier. Ich bin zwar nicht so für Punkte, aber ich mag den Schnitt total gerne und trage das sehr gerne jetzt auch so im Winter mit der Leggings. Genau das gleiche mit dem Kleid hier. Das müsste ich eigentlich auch mal wieder anziehen. Und daran sieht man schon mal wieder, man hat einfach zu viel im Kleiderschrank. Man hat Stücke, die man wirklich gerne mag, aber man kann ihnen gar nicht so gerecht werden, wenn man zu viel hat. Das hier sind jetzt die Sommerkleider. Schwarz und beige. Die kommen auf jeden Fall rein. Dieses beige Kleid ist auch ein Traum. Das habe ich bei H&M gekauft. Opa. Jetzt hat sich das hier verhakt. Das ist nämlich, hat hier so eine schöne, so einen schönen Fall auch mit dem Ärmelchen und so einen richtig schönen Ausschnitt. Ich liebe es, wie das an mir fällt. Und darauf könnte ich, glaube ich, auch richtig gut meinen Kelly-Gürtel tragen. Dieses Kleid habe ich vor 2-3 Jahren bei H&M gekauft. Das ist aus Leinen oder Baumwolle oder einem Gemisch. Richtig, richtig schön. Trage ich immer wieder sehr gerne. Behalte ich auf jeden Fall. Und dieses Kleid von Closed war mal ein Sale-Fund. Der hat hier diese wunderschönen Details am Ärmel. Sieht richtig toll aus. Habe ich auch gerne in Marokko getragen, weil es die Schultern bedeckt hat. Und ja, nicht ganz knielang war. Ich glaube, das behalte ich auch nochmal. Dieses Kleid. Oh mein Gott, ich liebe, liebe, liebe das. In diesem Toile de Juillet Print auch von H&M, genau wie das schwarze. Ich liebe das. Ich trage das total gern im Sommer. Richtig schön leicht und luftig. Zu dem Kleid hier habe ich letztens noch wieder ein Kompliment von euch bekommen, dass es so schön aussieht. Und es ist auch schön. Es fällt auch schön. Ich
merke irgendwie nur so, dass ich mich vom Stil her nicht so fühle. Irgendwie bin ich das nicht so richtig. eBay und mal gucken, was drauf wird. Dann kommen wir zu noch schickeren Kleidern. Hier, das hier habe ich auch schon. Ah, das habe ich seit 5 Jahren oder 6 Jahren habe ich das. Das habe ich damals auch in meinem 30. getragen. Von Heilhuber. Leider Polyester und keine Seide, aber aus diesem wunderschönen Türkis-Aquamarinenstoff trage ich immer wieder gerne auch zu besonderen Anlässen. Bodenlang, mehr muss ich glaube ich nicht sagen, das ist einfach so meine Länge. Und diesen Jumpsuit liebe ich auch und passe ich jetzt auch wieder rein. Bisschen drücken, aber funktioniert dann. Den habe ich mir 2013 gekauft, als ich das erste Mal in den USA war. Der ist von Ted Baker, den habe ich dort im Outlet gekauft. Liebe, liebe, liebe diese Farbe und dieses Blau. Und der wird nicht weichen. Das Kleidungsstück, das ich am allerlängsten habe, ist dieses hier. Das ist ein Kleid, das habe ich damals von meinem Taschengeld gekauft, als ich mit meinen Eltern in Dänemark war. Und ich war damals 6, 7 Jahre alt. Also das Kleid habe ich seit fast 30 Jahren. Das ist Polyester, das ist Vero Moda. Damals war das so teuer und es war ja dann auch dänische Kronen, in denen ich das bezahlt habe. Und oh mein Gott. Und ich trage dieses Kleid irgendwie immer noch so gerne, weil es einfach gemütlich ist. Ich trage es im Sommer hier zum Beispiel dann einfach zu Hause, hat eine schöne Länge, geht so bis zum Knie, hat hier an der Seite so einen Schlitz. Mag ich mich nicht von trennen, einfach auch, weil es so eine besondere Erinnerung ist und dass ich ein Kleidungsstück schon so lange im Kleiderschrank habe. Das ist witzig. Damals hatte ich auch noch keine Brüste und nichts. Und ich weiß noch, dass es immer nach vorne dann auch gefallen ist und ja, irgendwann bin ich dann da reingewachsen. Eines meiner besondersten Stücke im Kleidungsschrank ist dieser Jumpsuit von Karen Millen. Der ist aus reiner Seide, trägt sich traumhaft, hat hier dieses wunderschöne florale Muster. Ich hatte das Glück, dass ich den damals im Sale gekauft habe und hatte den zur Diamanthochzeit meiner Großeltern an, zu anderen Ereignissen. Und wir sind dieses Jahr auf eine Hochzeit eingeladen. Vielleicht werde ich den dann auch wieder anziehen. Der bleibt auf jeden Fall auch. Das war ja ein traumhafter Fund. Oh mein Gott, dieses Kleid. Dieses schwarze Kleid mit dem hohen Kragen. Und dann hat das aber hier einen Schlitz, der ist total hoch. Deshalb hat man hier drunter noch so ein kleines Unterröckchen, weil der Schlitz hört, also der geht quasi bis ganz nach oben, wenn man so möchte. Dann quasi rückenfrei bis auf diese 4 schönen, ja. Wie soll ich denn sagen? Schnüre noch nach oben. Nee, also diese 4 Bänder, so muss ich sagen, die 4 Bänder nach oben. Das Kleid habe ich mir 2013 gekauft, als ich in Australien gewesen bin, weil ich das so traumhaft schön fand. Und habe das dann dort angezogen, als ich einen Abend ich wollte unbedingt in die Oper rein und habe mir gedacht, was wäre cooler, als sich ein Ballett in der Oper anzusehen. Und habe damals Cinderella mir da angeguckt und dann hatte ich dieses Kleid an. Und ich hatte für Australien nichts anderes als Turnschuhe dabei. Und dann hatte ich so blaue Flipflops von Nike. Ich weiß gar nicht mehr. So hellblaue Flipflops. Diese hellblauen Flipflops. Und das hatte ich dann in der Oper an, weil ich einfach keine anderen Schuhe dabei hatte, die besser gepasst hätten. Und ja, war mir völlig egal. Und daran muss ich immer wieder denken. Es ist momentan vielleicht ein kleines bisschen eng. Das merke ich daran, dass das hier auch immer so höher geht. Aber auch davon trenne ich mich nicht. Nein, niemals! Dann ein Wintermantel, mein Esprit-Mantel, den ich auch schon seit jetzt, glaube ich, über 10 Jahren habe. Der ist wunderschön von Esprit, hat hier diese wunderschönen Applikationen und Aufnäher. Den behalte ich auch. Der ist mittlerweile ein bisschen eng. Und ich würde mir neu den nicht mehr kaufen, weil ich lieber was hätte, was ein bisschen weiter geschnitten ist, die man so rüberwerfen kann. Ist auch nichts für den tiefsten Winter. Da brauche ich dann was Dickeres. Regenmantel, mein Ostfriesennetz habe ich letztes Jahr auch erst gekauft. Der muss natürlich auch bleiben. Brauche ich nicht so viel, weil wir momentan nicht so viel rausgehen bei Regen. Aber wenn wir bei Regen rausgehen, ist das gar nicht verkehrt. Dieser lange Blazer habe ich mal bei ASOS gekauft.
Ich liebe den irgendwie immer noch. Trag ihn aber auch irgendwie nicht mehr so richtig. Ich habe den auch schon mal versucht auf eBay zu verkaufen, wollte keiner haben. Der ist, das ist so ein dunkelgrün und dann, weiß ich nicht, dunkelblau und dunkelschwarz, würde ich sagen. Ja, dunkelgrün, dunkelblau, dunkelschwarz, quasi so gestreift. Traumhaft. Ich setze ihn nochmal auf eBay und wenn es nicht sein soll, soll es nicht sein. Den Trenchcoat habe ich auch schon auf eBay, deshalb kommt er jetzt zurück in den Kleiderschrank, aber den will ich auch verkaufen. Einfach weil ich längere Trenchcoats schöner finde und ich den doch nicht so viel, oder ich habe ihn eine Zeit lang wirklich viel getragen, der war auch mit auf einem Urlaub. Ich weiß noch, wie ich mit Mama zusammen Stonehenge in diesem Trenchcoat längs gelaufen bin, auch mit meiner roten Pochette mit Tees. Wunderschön. Ah, ich glaube, es ist aber auch ein Stück, wo der Preis stimmen muss, sonst kann ich mich davon nicht trennen. Ja. Habe ich letzten Winter oder Herbst, muss ich sagen, aber auch nicht so viel getragen. Und ich versuche einfach vernünftig zu sein. Ich habe nämlich total viel einfach auch diesen Zara-Mantel getragen. Der ist richtig schön oversized, beige, also das, was ich aus dem Alltag dann so am meisten und gerne trage. Liebe, liebe, liebe den. Und die ist ja quasi auch neu, ne? Die geht natürlich auch nicht weg. Tada! Und durch den Schuhschrank bin ich auch die Tage schon durchgestöbert. Ich habe jetzt hier noch drei Paar High Heels, Sneaker, Sommerschuhe, noch ein paar High Heels. Das paar High Heels habe ich aber auch auf eBay und meine Boots. Und hier stehen 6 Paar Schuhe, die ich jetzt noch auf eBay setzen werde. Geschafft! Wow! Hier liegen jetzt noch ein paar Sachen, die auf eBay kommen. Genauso wie ich dran denken muss, dass ich bei Kevin im Schrank am besten, dass ich das offen ja auch schon was reingehängt hatte. Ich werde mich von euch verabschieden. Ich hoffe, das Kleiderschrank ausmisten hat euch gefallen. Und vielleicht habt ihr ja mit mir zusammen auch Kleiderschrank ausgemistet. Und ja, ich hoffe, dass ich streng genug an manchen Punkten mit mir war. Wie gesagt, ich finde, manchmal fällt es einem leichter, wenn man etwas noch verkaufen kann, sich davon zu trennen, als wenn man es einfach nur verschenkt. Und manche Stücke sind dann aber auch klar, dass man die irgendwie austauscht. Beziehungsweise habt mal einen Blick darauf, ob ihr Stücke im Kleiderschrank habt, wo ihr sagt, die müsste ich zukünftig mal austauschen. Und vielleicht könnte man dann ja überlegen, ob man dafür etwas von besserer Qualität kaufen kann, wovon man dann vielleicht auch noch länger was hat. Gerade so Basics finde ich immer, man neigt immer dazu, beziehungsweise ich in der Vergangenheit bin immer dazu geneigt, gerade so Basics zu sagen, ach, das kann ich ja hier auch für 30 Euro so die ASOS-Hose irgendwie mitnehmen. Weil die sieht ja genauso gut aus. Und ich merke aber jetzt halt auch so beim Tragen so diesen qualitativen Unterschied einfach in der Hose. Und das ist halt ja ganz klar. Und dann hat man länger was davon. Man hat wirklich was Tolles. Und wenn man weniger kauft an Kleidung, kann man ja auch pro Stück immer so ein bisschen mehr dann ausgeben, als wenn man Massen kauft. Ja, das ist so mein aktuelles Vorgehen beim Shoppen. So, also, ich bin ein Vorbild gewesen, ich habe meinen Kleiderschrank aufgeräumt, ihr schafft das auch. Alles einmal raus. Mir hat das jetzt gerade wirklich geholfen, nochmal auch einen ganz guten Gesamtüberblick zu haben, als dass man nur die Stücke rausnimmt, wo man sowieso weiß, dass man die vielleicht rausnimmt. Einfach um halt auch die Stücke, die man gerne hat, mal in der Hand zu haben und zu wissen, okay, die sind da, dann fällt es vielleicht einem auch leichter, das übernächste Stück, wo man denkt, oh, trenne ich mich davon, ja oder nein, doch irgendwie auszusortieren. In diesem Sinne. Ganz viel Erfolg euch beim Ausmisten eurer Kleiderschränke und bis zum nächsten Video. Muah.